Edward Snowden hat der ARD ein Interview gegeben, haben vielleicht genau gesagt unserem stolzen NDR. Haben Sie das? Edward Snowden hat dem NDR ein, muss man sagen, der NSA-Enthüller. Man vergisst manchmal, er ist ja noch auf der Flucht. Ja, in Moskau genießt er zurzeit Asyl, aber man kann auch sagen, am allerbesten versteckt wurde Edward Snowden von der ARD. Nachts um 23 Uhr. Ja, mehr dazu von Christoph Sieber. Guten Abend. Hallöchen. Ja, haben Sie das Interview gesehen mit Edward Snowden? Stimmt, lief ein bisschen spät, fand ich auch, oder? Meine, während sich ganz Deutschland über die Nebelkerze Markus Lanz den Mund fusselig redet, ja, wird der größte Aufklärer unserer Zeit im Nachtprogramm versenkt. Ja, man hätte ja den Edward Snowden auch nach dem Tatort senden können, da haben 9,8 Millionen Leute zugeguckt. Ja, aber hat der AD gesagt, das ist ein bisschen viel? Ja, da warten wir erst, bis Günther Jauch mit seiner Altherrentruppe kommt und den Zuschauer ins Koma gelabert hat. Ja, dann danke, ja. Dann hat man noch die Nachrichten gesendet und hat dann gewartet, bis vor der Klotze nur noch 4 ARD-Zuschauer übrig waren, ja? Von denen 2 schon verstorben waren. Ja? Die hatten nur vergessen, vorher den Fernseher noch auszumachen. Ja? Leute, jetzt mal unter uns, wir haben uns blamiert im Fall von Edward Snowden, Frau Merkel. Dass sich Putin als letzter aufrechter Demokrat gebärden konnte, das ist eine Schande für die westlichen Demokratien. Das ist es am Ende. Ja? Nichts anderes. Ja. Das ist... Und jetzt fährt Gauck nicht hin zu den Olympischen Spielen. Fährt der Gauck nicht hin, habe ich gelesen. Ich wusste gar nicht, dass er sich qualifiziert hat. Ja, ich bitte Sie. Was wollt ihr machen? Skispringen oder was? Ja? Und Frau Merkel interessiert die ganze Massenüberwachung von uns nicht. Deshalb hat sie auch den Hans-Peter Friedrich nach Amerika geschickt zur Aufklärung. Weil sie wusste, wenn einer mit nichts zurückkommt, dann ist es der. Da kann ich mich auf ihn verlassen. Ja. Das interessiert Sie alle nicht. Erst wurde ja nur der Bürger abgehört. Ja, da hat man gesagt, gut, der soll sich nicht so, der Depp, ja, soll auf seine Daten besser aufpassen. Dann wurde ja tatsächlich Merkels Handy noch abgehört. Und das, obwohl Ronald Pofalla die Diskussion 2 Monate vorher schon für beendet erklärt hat. Da ist man im Kanzleramt hellhörig geworden und hat gesagt, wer hätte gedacht, dass die Amerikaner so dreist sind und sie über die Anordnungen von Ronald Pofalla hinwegsetzen. Jetzt geht's aber los, oder? Ja, und dann merkt man am Ende, hat man jetzt plötzlich im Interview mit Herrn Snowden gemerkt, ja, die haben nicht nur uns abgehört und die Daten ab, sondern die haben auch eine Wirtschaftsspionage betrieben. Den Amerikanern geht es gar nicht um die Daten und gar nicht um Terrorabwehr. Von wegen Terrorabwehr, da hieß es immer, da wurden Terroranschläge in sehr frühem Stadium verhindert. Ich sage Ihnen eins, da wurden Terroranschläge in so frühem Stadium verhindert. Da wussten selbst die Terroristen noch nichts von ihren Plänen. Ne? So weit sind wir. Ja, ja, bitte. Danke. Terrorabwehr, ich bitte Sie, und dann hört man Merkels Handy ab, dass die Frau eine Schläferin ist, das hätte ich denen auch vorher sagen können. Da. Das ist doch das, ja. 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 Und wo sind wir dann am Ende? Massenüberwachung, Generalverdacht, da sind wir angekommen. Die Demokratie wird verteidigt mit den Mitteln der Diktatur. Das ist das, wo wir angekommen sind. Und Frau Merkel interessiert das alles nicht. Sie interessiert sich nicht für ihre Macht, weil ihre Macht längst in Ohnmacht übergegangen ist. Ja, sie interessiert sich nur noch für das Freihandelsabkommen mit Amerika. Das will sie nicht gefährden. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, worum es da geht. Da wollen amerikanische Firmen ihre Produkte bei uns auf den Markt werfen. Ja, und leider steht dem der deutsche Verbraucherschutz im Weg. Und der deutsche Verbraucherschutz hat eine ganz schlimme Nebenwirkung. Er schützt den Verbraucher. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, Und die Amerikaner wollen das trotzdem bei uns auf den Markt werfen. Ja? Und man muss ja sagen, in Amerika werden ja Lebensmittel auf den Markt geworfen, die sind bei uns beim Hausbau verboten. Ne? Ja? So, die Demokratie wird verteidigt mit Mitteln der Diktatur und für Frau Merkel ist die Demokratie am Ende nur Mittel zum Zweck. Ja? Und zu welchem Zweck? Da können Sie jetzt selber mal drüber nachdenken. Ja? Denn das Einzige, was da noch frei sind, sind die Gedanken. Die sind noch frei, aber posten Sie das morgen nicht bei Facebook, nicht, dass Sie übermorgen doch noch eingebuchtet werden. Und deshalb fordere ich zum Abschluss Asyl für Edward Snowden, Frau Merkel, das wäre es. Asyl in Deutschland, ja, und dann werden wir am Ende sehen, was die deutsch-amerikanische Freundschaft wirklich wert ist. Oder? Gute Nacht, danke. Christoph Sieber.